Jürgen Stark, Sie waren von 2006 bis 2011 Chefökonom bei der EZB. Sie arbeiten heute als Consultant. Sie sagen in Ihrem Vortrag hier am Institutional Money Congress, dass 2014 durchaus ein kritisches Jahr für die EZB werden könnte. Warum? Die EZB hat die Verantwortung für die Bankenaufsicht für über 128 Institute übernommen. Und sie muss natürlich zu Beginn dieser Aufgabe eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, es wird eine Asset Quality Review stattfinden und auch ein Stresstest wird stattfinden. Die Erwartungen sind hoch, dass dies nun ein wirklich ernsthafter Test ist. Die Märkte haben zu Recht diese Erwartung, dass dieser ein ernsthafter Test sein muss. Und von daher ist auch eine Erwartungshaltung im Markt, dass die Asset Quality Review und der Stresstest zu einer gewissen Zahl führt, was den Rekapitalisierungsbedarf der einzelnen Bankensysteme in den Ländern des Währungsgebietes angeht. Das muss eine glaubwürdige Zahl sein und daran wird letztlich die Europäische Zentralbank sich messen lassen. Aber unabhängig davon wird 2014 noch ein durchaus kritisches Jahr werden, weil man erneut einen Refinanzierungsbedarf Griechenlands sieht und Griechenland weit davon entfernt sein dürfte, sich aus dem Programm, das seit 2010 läuft, zu verabschieden. Die Europaratswahlen, wie wir im Mai haben, da ist die Rechtspopulisten in Europa sind auf dem Vormarsch. Kann das irgendwie noch Auswirkungen auf die Märkte haben auch? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Märkte haben diese Entwicklung schon voll im Blick und möglicherweise eingepreist. Man weiß, wie stark die einzelnen Parteien in Frankreich, in den Niederlanden oder Deutschland oder Österreich sind. Ich glaube nicht, dass das wesentlichen Einfluss auf die Marktentwicklung haben wird in den nächsten Monaten. Aber längerfristig, auf die nächsten paar Jahre hinausgesehen, das war eine bedenkliche Entwicklung für die europäische Idee. Bedenkliche Entwicklung in dem Sinne, dass Europa sich von den Bürgern und Bürgerinnen ein Stück entfernt hat, wegentwickelt hat. Und hinzu kommt natürlich, dass möglicherweise viele Protestwähler die Wahlen zum Europaparlament zu einem geringen politischen Preis sehen, jetzt ihren Protest zum Ausdruck zu bringen und daher solche Parteien unterstützen. Aber das heißt nicht, dass Europa nicht mehr handlungsfähig sein wird, sondern das heißt, dass wir einen anderen Ton sicherlich in den Auseinandersetzungen haben werden, aber dass niemand in Europa mehrheitlich diesen Integrationsprozess, den wir über die letzten 60 Jahre erfolgreich durchaus gestaltet haben, in Frage stellt. Letzte Frage. Wir haben seit einiger Zeit ein Tiefzinsniveau. Wir werden das sehr wahrscheinlich noch weiter haben für ein, zwei Jahre, vielleicht noch länger. Wie sollen sich Anleger da positionieren? Wie sollen sie ihr Geld anlegen? Das ist natürlich eine nicht nur 1.000-Dollar-Frage oder 1.000-Euro-Frage. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich kann hier keine Empfehlung geben. Allenfalls, dass man sagt, eine breite Streuung im Portfolio zu haben, dass auch Risiken im Portfolio sich befinden, ist klar, dass man diese Risiken aber dann auch versucht, innerhalb des Portfolios zu hedgen. Herr Stark, danke für das Gespräch. Vielen Dank.